eine schöne Zwiebelmuschel. Genau. So, wir stellen das mal richtig. So. Okay, let's go. Und zwar möchte ich mit euch über meine Weihnachtsgeschenke sprechen, beziehungsweise sie euch einfach mal zeigen. Wendemäßig. Von einer Freundin, die gerade so ein bisschen gegenüber von mir wohnt, von uns wohnt, habe ich etwas sehr, sehr Cooles gekriegt. Und zwar war das eigentlich nur Zufall. Ich wollte ihr unbedingt eine Kleinigkeit schenken, weil sie immer so viel macht. Aber ich wusste nicht, dass sie mir auch was schenken will, aber so ein bisschen mehr, als ich ihr geschenkt habe. Und ja. Auf jeden Fall sage ich euch einfach mal, was sie mir geschenkt hat. Ich habe das Ganze noch nicht wirklich ausgepackt. Eine Handcreme mit Hydrocare mit Aloe Vera oder Aloe Vera und Nagelfeile. Handcreme, das geht immer echt bei mir. Ich habe immer so trockene Hände. Außerdem dieses kleine Mop-Set von DM für 2,95. Hier steht der Preis drauf, deswegen weiß ich das. Steht hier, da steht es noch drauf, aber ist nicht schlimm. Let's celebrate Vanilla Scented. Finde ich sehr cool. Ich liebe Vanille. Vanille ist immer so toll. Aber wisst ihr was? Ich werde es jetzt mal einfach auspacken und gucken, wie das tatsächlich riecht. Ich habe es nämlich noch nicht gerochen oder nicht ausgepackt. Genau. Damit ich die Sachen einfach so, wie sie sind, euch zeigen kann. Ist ja schon ein bisschen her jetzt Weihnachten. Wir haben es jetzt heute den 30. Ah, sogar hier zu. Cool. Body Wash. Okay, dann lasse ich das auch erstmal zu. Kann man den Badefitzer riechen? Nicht wirklich. Naja, gut. So, außerdem von ihr, von meiner Freundin, habe ich eine sehr süße Palette bekommen mit Rainbow Shimmer Palette. Eine Rainbow Shimmer Palette. Finde ich auch sehr Rainbow. Ist auch sehr cool. Habe ich momentan auch dran hier. Ich mache solche Hellfarben mache ich tatsächlich immer so im inneren Bereich des Auges hin. Wenn das ein bisschen größer wird. Und dann wird es dunkler bei mir. Außerdem mega, mega cool. Mich unfassbar gefreut. Juniper Lane Parfüms. Moonflower. Genau. Ist vegan. Meine Freundin ist Vegetarierin. Deswegen ist es aber sehr cool. Habe ich mich wahnsinnig gefreut. Ich wollte es sowieso schon immer mal haben. So sieht's aus. Und es ist sehr süß, aber es riecht wirklich gut. Habe ich jetzt eine ganze Weile dran gehabt schon. Wir hatten nämlich zwischen den Jahren, vom 27. bis zum 29., hatten wir unser alljährliches Fußballturnier. Und ja, genau. So, von meiner Schwester habe ich einen Adventskalender bekommen. Den hebe ich mir aber für nächstes Jahr auf. Genau, 24 Türchen quasi. Alnatura ist immer gut. Und das sind so coole Sachen wie Dreierlei Minze-Tee, Earl Grey Kräutertee, Sweet Chai, Salbei-Tee, Fenchel und so weiter und so fort. Finde ich sehr interessant. Ein angefangenes Micellenwasser, aber das hatte sie mich auch gefragt, ob ich das haben möchte. Von meinem Vater noch türkischen Tee. Türkischer Tee geht immer. Von meiner Schwester habe ich noch ganz meine Natur, alles Wissen oder so. Neu erleben. Olive, Bio-Olive, Handcreme. Cremeöldusche, Cremeöllotion werde ich auch mal ausprobieren jetzt die Tage, beziehungsweise wahrscheinlich heute schon. Von meiner Schwiegermutter, Shopping Queen Bag. Außerdem habe ich noch, waren noch Süßigkeiten dabei von meinen Schwiegereltern und ansonsten, ja, Geld von meinen Schwiegereltern. Ne? Mein Mann hat ein Parfümset oder sowas bekommen. Adidas Champions League. Zu. Genau, von Bianca Heidelberg, die Autorin, habe ich Jagdfieber in Franken. Ich werde allerdings hier tatsächlich nur ihre Geschichte lesen, weil, ja, das ist nicht unbedingt meins, muss ich sagen. Und ich kann mir schon gut vorstellen, worum es geht. Die Jagd ist eröffnet auf Mücken, Maulwürfe, Wildschweine und anderes Groß- und Kleingetier in Frankengefilden. Doch nicht nur die Tierwelt ist das Ziel des ausgebrochenen Jagdfiebers weit gefehlt. Man kann auch nach Bäumen jagen, dem Fußball hinterherjagen, dem Schäufele nachjagen, was auch immer ein Schäufele ist, Mitmenschen bejagen. Und was löst menschliches Jagdfieber aus? Natürlich die Liebe und das Geld, aber auch
Missgunst und Neid, seltsame Wesen, Vergangenheit und Zukunft, ja, sogar Wörter und Zahlen. In diesem Buch öffnet sich dem Leser ein spannendes, vergnügliches, dramatisches, aber nie verödetes, ja, fränkisches Jagdrevier. Kostet 12 Euro, ist wahrscheinlich hauptsächlich auf Amazon erhältlich, schätze ich mal. Moment, Iatros Verlag, sagt mir jetzt nicht, 14 Euro finde ich schon ein bisschen viel. Autorenverband und ja. Genau, ich weiß gar nicht, gucken, ob ich die Geschichte zufällig finde von Bianca Heidelberg. Ist kein Inhaltsverzeichnis da, deswegen. Wahrscheinlich die allerletzte Geschichte oder so, oder ich habe es komplett übersprungen. Aber sein. Ich finde die jetzt gerade gar nicht. Ein Inhaltsverzeichnis wäre schön. Aber okay, dann eben nicht. Die Menschen hinter den Geschichten. Steht hier denn wenigstens die Bianca dabei? Ja, die Bianca Heidelberg schreibt seit 2013 Kurzgeschichten, die meist tödlich enden. Und das mit Erfolg. Neben etlichen Veröffentlichungen Anthologien gewann sie den zweiten Preis beim Mannheimer Literaturpreis Der Räuber 77 2015 und wurde für den Agatha Christie Krimi-Preis nominiert 2014. Sie ist Jahrgang 1980 und lebt mit ihrem Mann und Kindern im Kraichgau. Ja. Aber richtig mega gefreut habe ich mich über dieses Geschenk, die Schenken-Share-Paket. Und zwar diese Geschenkbox spendet ein Hygienepaket, drei Duschgel-Sets, Scheiben Macadamia, Vanille-Lotus und Blutorange-Zedernholz. Das finde ich unfassbar mega, mega genial. Es ist vegan. Und unser 1 und 1 mit jeder Geschenkbox spendest du eine gleichwertige Hilfeleistung an einen Menschen in Not. Das finde ich mega gut. Und man kann auch nachvollziehen, wo das Geschenk gelandet ist. Ebenfalls sehr, sehr cool. Von einer Freundin habe ich alle Jahre wieder eine Laktase-Tabletten gekriegt. Ich habe die jetzt in meiner Tasche. Leider sind die nur bis Februar 20 haltbar. Und so schnell kann ich die gar nicht aufbrauchen. Das ist doof. Aber die waren auch reduziert, habe ich gesehen gehabt. Außerdem alle Jahre wieder Jakobs Kaffee. Ich weiß nicht, warum ich immer Kaffee kriege. Na gut, letztes Jahr gab es, glaube ich, Shibo-Kaffee. Irgendwie sowas, ist ja egal. Brauche ich eigentlich gar nicht. Ich meine, ich habe zwar Pulverkaffee, ich habe noch so eine Kaffeemaschine mit Pulver und so. Aber benutze ich alleine, brauche ich die gar nicht, weil man trinkt meistens Cappuccino. Sowas hier. Und ja, für mich alleine lohnt sich so eine Kaffeemaschine, so eine Maschinendings gar nicht, weil ich auch erstens mal, ich vergesse es jedes Mal, wenn ich am Computer sitze, mir dann den Kaffee zu holen und ich bin zu faul dazu. Und zweitens verleitet das doch zu mehr Kaffee trinken. Aber naja, gut. Hält wieder bis nächstes Jahr oder so. Ja, die Shopping Bag von meiner Schwiegermutter habe ich, glaube ich, gezeigt. Ich weiß gerade nicht. Außerdem gab es noch von meiner Freundin Fotos, zeige ich nicht. Meine Schwester hatte mir noch, bisschen durcheinander, ich weiß, Buttons, aber dazu komme ich noch später, gezeigt. Mein Sohn hat ein paar coole Sachen in der Schule gebastelt, hier im Ethikunterricht, so ein Tannenbaum. Ebenfalls im Ethikunterricht, sowas hier, sehr cool, so, das bin ich. Mega, mega cool, habe ich mich unfassbar gefreut, das ist das coolste überhaupt. Von den Nachbarn gab es hier so ein Süßigkeitenpaket. Von unseren Vermietern auch ein Auto für meinen Sohn. Der mag gar keine Autos. Außerdem noch Sekt, den nehmen wir für Silvester. Ja, mein Mann hat auch einiges von mir bekommen. Ich habe von meinem Mann einen richtig coolen Gaming-Schreibstuhl bekommen. Einen Schreibtischstuhl habe ich bekommen von meinem Mann. Der ist sehr cool, der ist lila. Blende ich mal ein, wenn ich dran denke. Von einer Mama vom Fußball, mit dessen Mann mein Co-Trainer ist.
genau. Habe ich so ein Nivea Geschenkset bekommen mit einem Deo, einer Cremecare und einem Labello. Labello ist gerade sehr cool bei mir, Hydrocare. Finde ich sehr cool. Ja, Bücher, wie gesagt, gab es tatsächlich nur das Jagdfieber in Franken, wo ich es auch immer jetzt gerade hingelegt habe, weiß ich gerade nicht. Doch hier, ich kriege ja keine Bücher mehr. Ich kriege auch keine Funkos oder ich kriege auch keine CDs mehr geschenkt. Irgendwie haben sich alle gegen mich verschworen. Aber ich habe von meiner Freundin in England, wir waren ja im Sommer in England und da habe ich meine beste Freundin getroffen, die ich schon seit einigen Jahren kenne. Ich glaube seit 16 Jahren, 17 Jahren kennen wir uns, glaube ich. Habe ich so ein cooles Fotoalbum bekommen aus unserer Zeit in England. Sehr cool. Das Lustige ist, dass ich ihr bzw. ihren Eltern auch eins gemacht habe. Und ich habe ihr auch ein Fotoalbum gemacht und ihrem Mann habe ich auch was geschenkt. Ihr habe ich noch eine Mark Forster CD geschenkt, weil sie unbedingt meine deutsche CD haben wollte. Ja. Ein paar coole Bilder sind dabei. Ich habe mich unfassbar gefreut. Das war das echt. Das war das Coolste, was es, ja, was er uns reingekommen hatte. Achso, meine Freundin, die den Kaffee geschenkt hat, die hat uns auch noch diese Trading Cards von Star Wars geschenkt. So. Es gab ein paar Karten im Großen und Ganzen. Das war's. Und jetzt, ja, ich habe viel Beauty-Kram geschenkt bekommen, ne? Geschenksets, Beauty-Zeugs, solche Sachen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit, einen schönen Tag und wir sehen uns.